Ich antworte das mal. Darf ich? Gerne. Ich habe schon Schnauze voll mit diesen Themen. Das ist unglaublich. Wie pushen ihr, dass diese Themen, Di Santo? Die Mannschaft, da redet wir nicht über Di Santo. Die Mannschaft konzentriert, fokussiert auf unser Spiel gegen Schalke, nicht gegen Franco Di Santo. Was er erzählt, erklärt, kannst du ihm fragen, unterhaltest du mit ihm. Für mich wurscht es, wer kommt zu uns und spielt gegen uns. Ich wollte das vorbereiten, dass meine Mannschaft richtig Gas gibt und wenn möglich 3 Punkte holen. Fertig. Franco Di Santo, was er sagt, was wir sagen, Werder ätzt gegen und. Also nochmal, und das ist auch so, bei uns in der Kabine ist der Franco überhaupt kein Thema mehr. Der war auch nachdem wir ihn verloren haben, irgendwann mal das Thema bei uns abgehakt. Und ihr fragt uns pausenlos zu diesem Thema und wir antworten darauf. Ich habe auch ganz klar gesagt, dass, wie gesagt, wir auch am Samstag uns auf Schalke konzentrieren, nicht auf Franco Di Santo. Und auch was die Verabschiedung angeht, die Frage wird ja gleich kommen, wir das natürlich machen werden, aber auch nicht so, dass sich irgendeiner provoziert fühlen muss. Und deshalb werden wir das auch sauber, so wie sie es gehört, machen und uns komplett auf das Spiel gegen Schalke konzentrieren und nicht auf das Spiel gegen Franco Di Santo.